Hallo, mein Name ist Lady und ich möchte dir heute meine traurige Geschichte als Dressurpferd erzählen. Aber bevor wir beginnen, würde ich mich sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Beginnen wir mit dem, womit jede Geschichte anfängt: der Geburt. Meine Mutter bekam mich in einer sehr engen Box. Sie konnte sich gar nicht hinlegen, um mich zu bekommen. Doch trotzdem versuchte sie, sich irgendwie Platz zu machen. Sie musste aber natürlich auch Platz für mich machen. Doch bevor sie richtig Platz machen konnte, kam ich auch schon. Zuerst die Hufe und dann mein Kopf. Und dort lag ich nun mit meiner Mutter in einer sehr engen Box, worin man eigentlich keine Fohlen bekommen konnte. Doch der Platz reichte einfach überhaupt nicht. Trotzdem versuchte sie mich wenigstens ein bisschen um mich zu kümmern. Nach dem Kümmern machte ich auch schon meine ersten Gehversuche. Natürlich brauchte es etwas und ich fiel immer wieder hin, doch trotzdem hatte ich es irgendwie geschafft. Dann nach 7 Minuten konnte ich problemlos stehen. Und obwohl ich das Stehen in dieser kleinen Box lernen musste, konnte ich es schon direkt gut. Aber ich konnte mich nicht viel bewegen und es weiterhin lernen, weil die Box ja so klein war. So ging es 3 Stunden weiter. Ich versuchte weiterhin im Stall zu laufen, was natürlich eigentlich nicht ging. Und dann kam jemand zu mir und meiner Mutter. Wirklich, was versteckst du denn da? Oh, ein kleines Fohlen. Hast du etwa schon deinen Fohlen bekommen? Ach, ich dachte, es würde erst morgen kommen. Tut mir leid, dass ich nicht dabei sein konnte. Dann machte sie die Stalltür auf und ging zu uns rein. Hinter sich schloss sie wieder die Stalltür. Lucky Car, alles gut. Dann ging sie zu mir und streichelte mich. Es fühlte sich sehr, sehr komisch an. Ja, ich bin dann auch mal wieder weg. Morgen kommt der Tierarzt zu dir, meine Kleine. Aber dafür brauchst du gar keine Angst zu haben. Dann ging sie wieder und machte hinter sich wieder die Stalltür zu. Am nächsten Tag kam auch, wie sie gesagt hatte, der Tierarzt und überprüfte, ob mit mir alles okay war. Und wie sich herausstellte, war mit mir auch alles okay. Die ganze Zeit über, wo ich in dieser Box war, wollte ich unbedingt nur raus. Doch es gab keinen Ausweg. Es gab noch nicht mal eine kleine Koppel vor dem Stall oder so. Deswegen musste ich hier drin weiter hocken und es war wirklich so eng. Meine Mutter war immer für mich da. Sie war schon 5 Monate nicht mehr bei uns gewesen und ich hatte sie auch erst einmal gesehen. Was für eine schlechte Besitzerin das nur war. Dann kam sie nach 5 Monaten endlich mal wieder zu uns. Dann kam sie wieder, doch mit einer Frau. Ja, Lilly, das da ist keine Ahnung wer. Du kannst ihr dann einen Namen geben. Ist sie gut in Dressur? Da habe ich keine Ahnung. Ich habe sie noch nie geritten. Sie ist ja auch noch ein Fohlen. Ja, also das Geld habe ich Ihnen ja schon gestern Abend überwiesen. Also dürfte ich Sie jetzt einfach in meinen Hänger laden? Ja, das können Sie ruhig machen. Ich hole Sie einmal kurz raus. Dann machte sie die Stalltür wieder auf und sie hatte irgend so ein Halfter in der Hand. Dieses Halfter machte sie dann einfach um. Nein. Wenn es das ist, was ich denke. Nein, du darfst nicht mitkommen, meine Kleine. Nein. Komm. Es war so dumm von mir, dass ich nicht auf meine Mutter hörte. Komm her, meine Süße, komm. Nein, du darfst es nicht machen. Nein, bitte bleib hier. Doch ich hörte nicht auf meine Mutter. Dann machte die Frau die Tür wieder zu. Dann nahm die Frau mich und führte mich. Ich folgte ihr. Nein, wenn mit ihr dasselbe passiert wie mit den ganzen anderen Fohlen, die hier auf dem Hof mal waren. Nein, bitte nicht. Machte sie eine seltsame Tür auf. Komm, geh da rein. Ich hörte auf sie und ging da rein. Dann schloss sie hinter mir die Tür. Dann ging sie und stieg vorne in etwas rein. Dann fuhr sie schon mit mir los. Dann hörte sie auf zu fahren und machte die Box wieder auf. Ach komm schon, nicht klemmen. Danke. So. Hey, meine Süße. Komm jetzt, komm. Ich wollte nicht kommen. Kommst du jetzt? Okay, wie du willst, warte mal kurz. Sie holte etwas in die Hand und dann schlug sie mich damit. Weil es so sehr weh tat, ging ich raus und hörte auf sie. Mein Halfter war mir viel zu groß. Doch das war ihr ja auch egal. Hauptsache, ich gehorchte ihr. Ja, na so ist schon besser. Aber hast du gemerkt? Immer wenn du jetzt sowas machst, wird es so viel Ärger geben, okay? Dann führte sie mich wieder. Und diesmal wieder in dieselbe Box, dachte ich.
Doch es war nicht dieselbe Box und darin war nicht meine Mutter. Sie zog mir das Halfter wieder ab. Dann musste ich reingehen, denn ich wusste, was es sonst wieder geben würde. Hinter mir machte sie die Tür zu. In 1-2 Jahren kann ich dich ja dann einreiten. Dann werden wir gemeinsam Dressurturniere meistern. Ich freue mich schon, mit dir zusammenarbeiten zu können. Tschüss. Dann ging sie. Es vergingen die Tage immer gleich. Sie kam fast jeden Tag zu mir, streichelte mich ein bisschen und gab mir frisches Wasser und Essen. Doch ich durfte nie raus. Und das fand ich so schade. Ich bekam gar keine Bewegung. Doch dann, nach 2 Jahren, wurde ich groß. Und dann wusste ich auch schon, dass der Schreckliche mein Teil meines Lebens heranbrechen würde. Als ich groß wurde, sah ich sehr anders aus, als wie ich davor halt ausgesehen habe. Und nun war der Tag der Schmerzen gekommen. Ich sah schon jetzt, dass sie wieder die Peitsche dabei hatte. Bevor ich dich einreiten kann, brauche ich langsam mal einen Namen für dich. Welcher Name passt zu dir? Ja, auf jeden Fall siehst du aus wie ein Dressurpferd. Ich muss nur noch ein paar Sachen an dir ändern, dann bist du noch gerade und so. Naja, zu dir würde wahrscheinlich der Name Lady passen. Ohne Namen kannst du schließlich nicht an Dressurturnieren teilnehmen. Na, also, ja, dann reite ich dich jetzt mal ein. Dann öffnete sie die Stalltür. Komm, Lady. Ich kam, weil ich die Peitsche in ihrer Hand sah. Fein, Lady, fein. Dann zog sie mir wieder ein Halfter an, was ich schon mal als Fohlen getragen hatte. Doch diesmal passte es mir wie angegossen. Dann machte sie meine Stalltür wieder zu und führte mich an einen Platz. Komm mit, Lady. Dann band sie mich an meiner Box an und der Strick war sehr eng. Ich konnte mich gar nicht weiterhin bewegen. Lady, du bleibst hier und ich will gleich sehen, dass du genauso stehst, wie du gerade stehst. Ich hole jetzt die Sättel. Aber wehe, du bewegst dich nur ein wenig. Schon diese Worte machten mir sehr große Angst. Dann kam sie wieder. Und sie tat etwas Komisches über mich. Ja, so ist gut. Dann machte sie nach unten was zu. Es war irgendein Gurt und sie machte es echt fest zu. Dann tat sie mir das Halfter wieder runter. Und tat stattdessen etwas sehr Schlimmes anderes auf mich. Sie steckte etwas Seltsames in mein Maul, aber ich wollte es nicht. Also wehrte ich mich ein wenig. Doch das hätte ich lieber nicht gemacht und dann kam sie mit der Peitsche. Mann, du dummes Pferd! Hör jetzt gefälligst! Es tat so sehr weh, also hörte ich lieber. Dann war sie fertig. Dann stieg sie einfach auf mich auf. Dabei hatte ich noch nie etwas auf dem Rücken. Und erst recht nicht so etwas Schmerzhaftes und Schweres. Komm her! Komm! Komm jetzt! Sie trat mit ihren Beinen sehr doll gegen mich. Doch ich hatte überhaupt keine Ahnung, was sie damit meinte. Doch dann verstand ich, was sie meinte. Sie wollte, dass ich vorwärts ging. Es war irgendwie ein schönes Gefühl. Ich war das erste Mal frei und in der Wildnis. Doch leider mit jemandem auf meinem Rücken. Dann zog sie auch immer mit den Zügeln in bestimmte Richtungen. Und ich wusste auch nicht, was sie damit meinte. Bist du ein dummes Pferd? Wenn ich in diese Richtung ziehe, dann musst du auch in diese Richtung gehen. Nach einer ewigen Zeit verstand ich sie. Ja, gut, endlich. Dann ging sie mit mir auf einen seltsamen Platz. Der Boden war dort sehr hart und nicht so weich wie das Gras vorhin. Ich bemühte mich sehr, sie zu verstehen. Komm schon nach da, los, Lady. Dann verstand ich sie. Ich sollte an den Zaun gehen. Dort ritt sie dann mit mir ein wenig herum. Und mir kam das alles so dumm vor. Warum machte sie das überhaupt? Dann plötzlich trat sie noch fester gegen meinen Bauch. Kapierst du eigentlich nichts schneller? Nach 5 Minuten hatte ich sie dann auch verstanden. 5 Minuten waren aber für sie persönlich zu lang. Ich wusste, dass ich etwas schneller machen sollte. Sie schlug mich immer, wenn ich nicht gerade lief. So bemühte ich mich sehr, meinen Kopf gerade zu halten und auch meinen Körper gerade zu halten. Dann trat sie nochmal fester gegen mich und ich wusste, dass das Einzige, was es bedeuten konnte, dass es schneller laufen sollte. Also galoppierte ich ein wenig. Doch für sie war es auch nicht schön genug. Hey, komm, schöner, schöner. Sie zog die Zügel so kurz und halt doll,
dass ich meinen Kopf die ganze Zeit sehr hoch halten musste. Ja, das hast du gut gemacht. Aber wir müssen noch weiter lernen. Denn das waren jetzt erstmal die Grundvoraussetzungen. Doch jetzt üben wir richtiges Dressur. Ich wusste nicht, was sie damit meinte, doch plötzlich zog sie an dem Zügel. Ich wusste, dass ich in die Richtung, die sie meinte, gehen sollte, halt. Dann trat sie doller gegen mich. Das heißt, wahrscheinlich, ich sollte schneller laufen. Dann machte sie es mit dem anderen Zügel. Es war sehr viel Arbeit, doch irgendwie verstand ich sie. Dann machte sie noch andere Übungen mit mir, zum Beispiel irgendwelchen Slalomlaufen. Sie nannte es Dressur. Sogar seltsame Verbeugungen lernte sie mit mir. So ging das Ganze ein Jahr weiter. Sie übte sehr viel mit mir und es war wirklich schlimme Arbeit für mich. Doch dann, als wir eigentlich, wo ich dachte, dass wir normal auf den Platz gingen, waren ganz viele Leute um den Platz versammelt. Und es war so eine Art Dressurturnier und ich hatte sehr viel Angst. Doch wir hatten dafür sehr lange geprobt. Deswegen musste ich alles gut machen. Ich machte mit meiner Besitzerin die Übungen, die sie mir beigebracht hatte. Dann zog sie wieder an den Zügeln und ich wusste, was das bedeutete. Eine Trio. Alle Zuschauer sahen uns gespannt an und dann kam die zweite Sache. Sie trat wieder. Und zwar war die zweite Sache rückwärts laufen. Nun kam die dritte Sache. Das war die erste Sache, die wir geübt hatten. Dann kam der Slalom. Wir machten noch weiterhin solche tollen Kunststücke, wofür die Leute die ganze Zeit auch klatschten. Doch es war einfach nicht das, was ich wollte. Doch dann sah ich jemanden im Publikum stehen, der mich sehr ablenkte. Es war meine alte Besitzerin. Hey, Lady, komm, komm! Ich musste weiterhören. Doch sie, meine alte Besitzerin, sah, wie sehr sie mich quälte. Ach, das ist ja gar nicht... Mann, ich dachte, sie wäre eine nette Besitzerin, sonst hätte ich sie doch niemals an sie verkauft. Dann ritt ich an ihr vorbei. Hey, alles wird gut. Ich werde dich daraus retten und es tut mir so leid. Das, was sie sagte, nahm ich gar nicht ernst, denn ich wusste, dass sie mich eh nicht retten konnte. Dann war das Ganze vorbei und ich machte eine Verbeugung. Wir mussten noch stehen bleiben und warten, denn die Gewinner wurden bekannt gegeben. Und wir waren die Gewinner. Und glaub mir, so stolz war meine Besitzerin noch nie auf mich. Du hast das so gut gemacht, Lady. Dann führte sie mich wieder in meine Box. So, meine Süße. Fein mit dir, ich kann dich heute leider nicht absatteln. Meine Freunde haben mich auf eine Party eingeladen, weil ich gewonnen habe. Deswegen bist du heute mal mit Sattel hier drin. Doch ich wusste, dass ich es keine Nacht aushalten würde. Es war sehr schwer. Meine Besitzerin war sehr lange weg. Und währenddessen kam meine alte Besitzerin zu mir. Und ich wusste gar nicht, was sie vorhatte. Hey, meine Süße, komm mal. Weißt du was, es tut mir so sehr leid, was ich dir angetan hatte. Ich wusste nicht, dass sie so etwas mit dir machen würde. Doch bei der Frage, kann sie gut Dressur, oder was sie da gefragt hatte, hätte ich schon wissen sollen, dass sie dich schlecht behandeln würde. Es tut mir so leid. Doch ich werde dich jetzt retten, das ist jetzt alles vorbei. Dann machte sie einfach die Tür auf und führte mich aus meinem Stall. Komm! Ich musste wieder in den Hänger. Dann fuhren wir wieder los. Dann hielt sie wieder und wir waren anscheinend angekommen. Sie machte wieder die Tür auf und holte mich heraus. Komm her! Dann sattelte sie mich ab. Dann wurde ich in eine Box gebracht. Und in der Box neben mir sah ich meine Mutter. Mama! Meine Schöne! Wurde gequält. Doch, sie hat mich gerettet. Das freut mich so sehr. Ich bin so froh, wieder bei dir zu sein. Ich habe dich über die Jahre so sehr vermisst. Ich dich auch, Mama. Na, ihr Süßen, versteht ihr euch wieder? Ich habe dem Tierschutz alles gemeldet und gesagt, dass du jetzt sicher bei mir bist, Lady.
Denn deine alte Besitzerin muss jetzt ganz schön viel Strafgeld bezahlen. Naja, Dressur ist jetzt auch nicht, also ist jetzt auch eine normale Sportart, aber sie hat ja echt schlimme Mittel angesetzt. Hat alles getan, damit du eine gute Form bekommst und so. Dafür musste sie jetzt büßen. Also, jetzt könnt ihr euch wieder hier gut verstehen. Ich verdanke ihr das alles so sehr. Und das war meine traurige Geschichte. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, würde ich mich so sehr über ein Like und ein kostenloses Abo freuen. Vielen Dank. Tschüss, habt noch einen schönen Tag.